Im letzten Wochenabschnitt haben wir von den Jovel-Gesetzen gelernt. Das heißt, Hashem hat uns ausführlich unterwiesen, wie wir sämtliche physische und soziale Beziehungen, die mit dem Land verbunden sind, unter ihm bringen sollen. Dies scheint eine überwältigende Aufgabe zu sein. Wie sollen wir eigentlich das alles tun? Eigentlich, wie sollen wir nur anfangen? Aber Hashem kennt uns. Zugleich am Anfang unserer Parsha spricht er unseren einzelnen Seelen an und beantwortet diese grundlegende Frage. Der Herr gibt uns Mut. Ihr müsst nicht unbedingt meine Gesetze vollenden, erklärt Rashi. Ihr müsst nur in meinen Gesetzen gehen und meine Mitzvot ausüben. Und wenn ihr zeigt, dass ihr mich liebt, dann gebe ich euch alles. Zeigt mir bloß ihren Wille und ich antworte mit einer unterstützenden Fülle. Hashem hat uns geschaffen, eben Entscheidungen treffen und Unterscheidungen ziehen zu müssen. Aber gleichzeitig schuf er uns in einen Körper, die eben gegen diesen Entscheidungen und Unterscheidungen zwängt. Und wir müssen bloß gegen der Körperentscheidung entscheiden, seinen Weg zu gehen. Machen wir diesen ersten Schritt, folgt alles von alleine. Jeder Jude auf der Erde kann manchmal meinen, wie kann ich meine Aufgabe erfüllen? Hier finde ich mich in Deutschland zum Beispiel, weit entfernt von Kernjiddischkeit. Wie kann ich ein Leben führen, die von der Tora durchgeleuchtet ist? Und Hashem gibt uns die Antwort. Geh nur ein bisschen in meinen Weg und ihr werdet Erfolg erleben. Ich werde den Weg erleichtern. Es gibt immer eine Verbindung zwischen dem Wochenabschnitt und der Zeit im jüdischen Kalender. Jetzt finden wir uns in der Omer-Zeit. Als Einzelne zählen wir die Tage, bis wir 49 Tage gezählt haben. Und von oben kommt der 50. Tag, Shavuos. Diesen Tag zählen wir nicht. Es wird als Geschenk von Gott uns gespendet, da wir uns bemüht haben. Aber auch wenn wir uns nicht bemüht haben, ist der Tag noch da, wird der Tag für uns doch gespendet werden. Wir müssen ihn nur wahrnehmen, wo immer wir auch sind. Good Shabbos.